Herzlich willkommen zu diesem Video. Der Hoshi präsentiert Rückblick vom März 2020.
Nach der Werbung geht es weiter mit dem Rückblick vom März 2020. Herzlich willkommen bei EWE Nostalgie Bahnservice. EWE Nostalgie Bahnservice ist ein kleines, privates Unternehmen bzw. Verein, wo sich für den Erhalt von alten Waggons, Dampfloks, E-Loks, Rangierloks und so weiter, aber auch Stellwerke, alte Bahnhofsschilder, Polster, Sitze und so weiter erhalten lässt. Mal auf der Webseite vorbeischauen, es lohnt sich, aber es lohnt sich noch mehr bei EWE Nostalgie Bahnservice den Kontaktbalken anzuklicken und in Kontakt treten und dann eine Führung zu buchen. Gut, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei EWE Nostalgie Bahnservice. Haben Sie mal Lust, auf einer Mobilbahn mitzufahren oder selber an Ihrem Geburtstag, Hochzeit oder wenn auch immer eine Mobilbahn zu buchen, bei sich zu Hause oder bei Ihrem Geschäft? Dann haben wir das Richtige für Sie. Unsere Mobilbahn ist frisch revidiert, erstrahlt im frischen Glanz und freut sich, also vor allem unsere Dampflok freut sich auf die Fahrten in ihrem Garten. Besten Dank und bis bald, hoffentlich. Herzlich willkommen bei Modelleisenbahnclub Biberist und somit bei der schönsten Modelleisenbahn aus der Schweiz. Kommt immer im September, also beziehungsweise Mitte September vorbei, dann ist Tag der offenen Tür immer etwas sehensberaubend. Mehr Infos gibt's auf der Webseite. Traue dir.
ganz in deiner Hand. Von mir liegt offenes Land, bin ganz in deiner Hand. Von mir liegt offenes Land, bin ganz in deiner Hand. Thank you.
So, jetzt sind wir schon wieder am Ende vom Video angelangt. Ich habe gedacht, ich mache dieses Rückblick-Video vom März extra jetzt eine Woche früher, weil man kann nicht mehr rumreisen und man sollte nicht auf seine eigene Gesundheit und Gesundheit von anderen. Was ich allerdings noch mache, ist mit dem Fahrrad hier im Raum Zürich Oberland herumfahren, sicher am meisten um den Pfäffiger See. Und ja, und dann gibt es sicher manchmal noch schöne Bilder dazu. Einmal auf Instagram und auf der Facebook-Seite. Das ist alles in der Infobox. In der Infobox vom Kanal verlinkt. Gut, das wär's gewesen. Ich wünsche euch allen gute Gesundheit und einen wunderschönen Tag. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wenn auch immer ihr dieses Video anschaut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen miteinander.